Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Syndicate. In der letzten Folge, da haben wir diese Mission hier angefangen, die letzte Hauptmission, wo es um diesen Geschäftsmann Milner geht. Den müssen wir jetzt in der heutigen Folge ausschalten, beziehungsweise die Schmuggelware von seinem Boot uns holen. Wow, wow, wow. Nein! Da wurde ich umgefahren von einem Scheißboot. Fuck. Scheiße, was ist denn hier los? Normalerweise überlebt man das nicht, glaube ich. Dann lassen wir Milners Firma doch untergehen. Okay. Zwei Schmugglerladungen gleichzeitig sabotieren. Wie mache ich denn das? Wie soll ich die denn gleichzeitig sabotieren? Kann man da drauf schießen oder so? Ich hab keine Ahnung. Fuck. Die gehen da direkt immer down. Ich glaube, mir kommt da gerade so eine Idee. Nicht anzünden? Mitnehmen wollte ich's. Ach, lass mich einer! Ich hab doch gesagt, du sollst aufpassen. Weiß, was hier passiert ist. Das hat er nicht gesehen. Ich fasse es Wie viel Zeit habe ich denn, wenn ich das anzünde? Warte mal. Vielleicht finde ich noch so ein Teil. Hier
Gebieten des Servers, aber da müsste ich das Ufer überqueren. Ich glaube, das reicht da auch. Geil, hat funktioniert. Das mit der Themse hätte auch nicht sein müssen. Das war ehrlich gesagt. Der war eigentlich schon ums Eck. Den hätte man eigentlich nicht mehr treffen können. Guck bei den anderen, da bleibt jetzt noch eine Idee. Da habe ich eine Idee. So, dann nehme ich den noch mit. Ist das jetzt ein Ernst? Was ich mich gerade frage. Ja, es wird gar nichts bringen, wenn ich da drauf ziehe. Drauf schieße. Och, komm schon. Wie soll ich denn jetzt noch an Dynamit kommen? Hoffentlich haben die hier noch was rumliegen. Ah, da, zum Glück. Ich frage mich, was mit der... Ach, da waren auch noch welche, okay. Ach, hör doch auf. Was um alles in der Welt?
Okay. Hätte ich das mit dem ins Wasser fallen nicht verkackt, wäre eigentlich alles gut gewesen. Der läuft hinten rum. Okay, müssen eliminieren. Keine. Es war keine Rede davon, wie. Messer hat ja gar nicht richtig getroffen. Ich habe hier die Schulter, oder? Was ist das da? Keine Ahnung. Wäre natürlich jetzt richtig mies. Tschüss. Geil. Ich glaube, so habe ich ein Ziel von mir auch noch nie eliminiert. Dieser Tag musste herkommen. Mr. Stark war außer sich wegen der Maschinen. Das ist also meine Bestrafung. Richtig. Earl Attaway schickte mich zu Ihnen, nicht Stark. Dann arbeiten Sie wieder zusammen. Ich hätte mich nie zwischen Starrick und Miss Attaway stellen sollen. Am Ende ist Blut immer dicker als Wasser. Meinen Sie etwa, die sind verwandt? Was wäre es natürlich, wenn die gute Miss Attaway, die mir so schon ziemlich spanisch vorkommt, mit Starrick unter einer Decke stecken würde. Es wird langsam Zeit, ein ernstes Wörtchen mit Pearl zu reden. Sehe ich auch so. Ist ja jetzt eh egal. Dass sie immer direkt vom Boot fallen. Okay, so komme ich jetzt nicht. Ist.
Haben wir einfach mal was mitgenommen. Ist schon geil auf der Themse, muss man echt sagen. Richtig viel Verkehr hier. Da oben ist ein Aussichtspunkt, den wir, wenn wir jetzt schon mal hier sind, eigentlich mal mitnehmen könnten. Ich glaube, seit Assassin's Creed Black Flag sind wir nicht mehr auf Schiffe hochgekraxelt, um da irgendwelche Sachen zu machen. Immer in Bewegung hier. Oh, da ist auch noch ein Händler, bei dem wir hier. Ich weiß nicht, ob man da das lieber so machen. Nee. Aha. Der wird bestimmt gute Geschäfte machen dort auf dem Brot. Hey, warum? Ach so. Ich habe gedacht, warum habe ich denn so viel Geld? Aber nein, es kostet so viel. Ich dachte, es wäre, dass ich an Geld habe, aber ne. Kommt ihm fast gleich. Natürlich habe ich einen guten Geschmack, Mann. Beeilung, Beeilung. Wow. Die hatten Stufe 10 Typen dort. Ich hatte gedacht, er wüsste, dass ich zum Orden gehöre und wolle mich umbringen. Aha. Stell dir mein Entzücken vor, als er sagte, was er wirklich will. Ein Assassine, der für die Templer arbeitet. Ist das nicht köstlich? Es ist widerlich. Es ist ein Geschäft, Vetter. Sieh es im Zusammenhang. Seit Milner tot ist, gehört mir die einzig verbliebene Omnibusgesellschaft in London. Wir haben jetzt schon ein Monopol auf den öffentlichen Verkehr in England. Sobald deine Maschinen meine Busse antreiben, werden wir Legenden sein. Das war von Anfang an mein Plan mit Milner. Du hast mich mit deinem kleinen Überfall in... Oh. Schau nicht so finster, Vetter. Du bekommst die Maschinen schon zurück. Und unsere neuen motorisierten Busse werden uns beiden viel Geld bringen. Ich muss dafür sorgen, dass die Maschinen sicher zu meiner Fabrik transportiert werden. Und du gehst zur Waterloo, höchstpersönlich, und stellst sicher, dass nichts schief geht. Natürlich. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Hey, das war ja so klar. Bei allen zukünftigen Unterfangen. Waterloo Station. Die Tür klemmt. Schon wieder? Dann drück halt fester. Was will der denn hier? Jetzt geh doch mal weg da. Das können wir natürlich noch schnell mitnehmen.
Hat die Frau uns einfach verarscht. Mann, oh Mann. Finde ich nicht so nett. Oh, naja, was willst du machen? Müssen wir wahrscheinlich einfach nur aus dem Gebiet entkommen. Wirklich nur alles, wenn du beides machst, aber naja, das hätten wir eigentlich schaffen müssen. Herstellungsvorlage schwarzer Lederhandschuh, schön. Ja, es war recht cool mit der Themse. Hat Spaß gemacht. Ein Fähigkeitspunkt erhalten, yeah. Haben wir denn ja jetzt? 3. Können das hier machen? Die ersten Treffer, die werden den Hunger anfangen, bedienen nicht länger ihre Kompo. Das ist schön. Können natürlich noch ein bisschen sparen. Wir wollen. Unaufhaltsame auch recht praktisch für unseren Kämpfer Jacob wäre. Und damit haben wir eine Stufe erreicht, geil. Stufe 6. Kampf fehlen uns nur 3 Fähigkeiten. Die Frage ist, was können wir als nächstes machen? Für mich sieht es jetzt ganz danach aus, als könnte Jacob jetzt gar nicht weitermachen direkt. Wo sind wir denn jetzt? Themse ist ja ein riesiges. Ne, da sind doch noch einzelne Teile. Wo bin ich denn jetzt? Ich sehe mich gerade gar nicht. Ach, hier oberhalb bin ich. Okay. Ne, wir können mit Jacob gerade gar nichts machen. Ja, vielleicht doch noch das Blackwind Swan, ja, Gangquartier. Weil es gerade hier voll in der Nähe ist. Sperr daran hin, um Verstärkung zu rufen, die Anführer unbemerkt töten. Da ist ein Speer. Das sind Schützen, da ist unser Ziel. 2 Speer.
Ja, er haut einfach ab, okay. Das ging schnell. Hier in der dunklen Gasse, da sieht ihn ja wahrscheinlich keiner, wenn wir ihn umbringen. Ich sollte da hinten, ich sollte doch hier rumgehen, damit ich die Schützen ausschalten kann. Zu wissen, dass da noch ein Speer ist. So, mal nachdenken. Jetzt sind es nur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt ja. Das heißt, wir vergessen wahrscheinlich keinen. Fuck. Den einen da zu töten war nicht so die prickelnde Idee. Ja, das ist wahr. So, jetzt kill mal den Anführer. Das war's. Gut, da habe ich mich gerade auch ein bisschen konzentriert, weil ich wollte auch das optionale Missionsziel kriegen. Das war so das Ziel. Tja.
Tadellose Auber. Haben wir als Trophäe erhalten. Ja. Yeah. Geht's ab, du? Gibt ja wirklich... Ich kann auch mal kurz gucken. Ob die gute Evie jetzt endlich mal... Achte auf Clara und die Kinder. Ah. Hä? Blitzschlagzeilen. Es gibt gerade wirklich nichts. Also keine direkte Hauptmission von beiden Charakteren nicht. Hm, komisch. Naja, wie dem auch sei, das war's von einer brandneuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Ja, wie es weitergehen wird, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.